Und schon haben wir Folge 2 in der ersten Staffel von Ich aus Recklinghausen. Ich bin Oliver Kelch, euer Host für heute, und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Persönlichkeiten aus Recklinghausen. Entweder haben sie hier mal gewohnt, haben hier was bewegt, wohnen hier immer noch und bewegen auch immer noch was. Nachdem wir letzten Monat mit Dr. Ralf Stutzki gesprochen haben, ehemaliger Moderator unseres Lokalradios hier in Recklinghausen, das ist aber schon 30 Jahre her, wohnt er mittlerweile in der Schweiz, ist Theologe und Ethiker. Die Folge gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Eine sehr unterhaltsame Nummer war das mit meinem ehemaligen Radio Pfiff-Kollegen Ralf Stutzki. Jetzt habe ich mich unterhalten mit Torben Terwoth. Der ist in Recklinghausen ansässig, ist noch keine 30 Jahre alt. Und ich habe mit ihm gesprochen über seine Hobbys, über die Stadt Recklinghausen, über seine Ambition zur Politik und wie man Demokratie wiederherstellen kann. Alles das und noch viel mehr jetzt hier in den nächsten 35 Minuten von Ich aus Recklinghausen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich aus Recklinghausen. Ein Live-Podcast mit Persönlichkeiten. Ich aus Recklinghausen spricht heute mit Torben Terwoth. Die Recklinghäuserinnen und Recklinghäuser, die kennen den 29-Jährigen zum Beispiel aus der Politik. Er ist Fraktionsvorsitzender bei Bündnis 90 Die Grünen. Aufgewachsen ist er nicht in Recklinghausen, sondern in Mahl, da ist er geboren. Seit 2017 lebt er aber in unserer Stadt. Er war auch jahrelang Fußballspieler. Seit dem 18. Lebensjahr hat er auch einen Trainerschein. Im Hauptjob macht er irgendwas, ich hoffe, ich bin richtig informiert, was mit Chemie. Was genau, das klären wir gleich. Hallo Torben. Hallo Olli. Ja, wir beide duzen uns, wir kennen uns. Ich war jahrelang auch Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, aber dann hat mich doch die Theologie gepackt und ich hatte nicht mehr so wirklich viel Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's bestens, danke, und dir? Also, kann nicht klagen. Kann nicht besser klagen, der Hals kratzt ein bisschen. Aber die halbe Stunde, die stehe ich durch. Torben, du bist, und das hat mich echt überrascht, du bist ja gar nicht in Recklinghausen aufgewachsen. Was ist denn da passiert? Ja, musst du meine Eltern fragen, was da passiert ist. Ja, bin halt in Mahl geboren und aufgewachsen. Und irgendwann, also erstmal bin ich tatsächlich ein bisschen beeindruckt, wie detailliert du über mich informiert bist. Naja, ich bin Journalist. War ich doch ein bisschen überrascht, alles richtig. Gut. Genau, ja, und dann bin ich tatsächlich 2017 wegen meiner damaligen Liebe nach Recklinghausen gekommen, weil die hier gewohnt hat. Mhm. Gut, die Liebe hat dann nur noch ein Jahr gehalten, aber die Liebe zu Recklinghausen ist dann in der Zeit gewachsen und deswegen bin ich immer noch hier. Wie war denn die Kindheit in Mahl? Also ich kenne ja Mahl tatsächlich nur von den CWH, so hießen sie damals noch, die Chemischen Werke Hülf. Mittlerweile nennen die sich ja auch anders. Ja, also ich denke so wie überall im Ruhrgebiet. Also wir haben in der Spielstraße gewohnt, wo es auch einen Spielplatz gab, direkt am Marktplatz auch. Und da es verkehrsberuhigter Bereich war, konnten wir auch noch viel auf der Straße spielen. Ich denke, vor 20 Jahren war das noch häufiger als heute. Klar, nicht mehr so viel wie noch zu den Zeiten meiner Eltern, also vor 50, 60 Jahren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da der Riesenunterschied ist, zumindest im Kindesalter zwischen Recklinghausen und Mahl. Da hast du wahrscheinlich dann auf der Straße auch, wie man schon im Ruhrpott immer so schön sagt, gepölt, ne, oder? Ja, genau. Ja. Und da ist dann die Liebe zum Fußball gekommen und dann hast du, wie war das? Du hast Fußball ganz normal gespielt, erst in der Straße, dann ging es irgendwann im Verein. Erzähl mal. Ja, tatsächlich bin ich durch meinen damaligen besten Freund zum Fußball gekommen. Der war da nämlich schon im Fußballverein und war eigentlich auch sein Leben lang Fußballfan. Und ich bin lustigerweise erst nach dem Sommer 2006 Fußballfan geworden. Ah, okay, Sommermärchen. Und ich konnte mich ständig anhören, boah, hättest du nicht mal ein paar Monate früher damit anfangen können? Jetzt hast du das Sommermärchen verpasst. aber war mir halt in dem Alter natürlich egal. Genau, und dann bin ich zum Fußball gekommen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich auch Bock habe, Trainer zu machen. Mir irgendwelche Strategien zu überlegen und zu gucken, okay, wie werden Spiele aufgestellt. Und als ich dann 18 war,
Oder ja, so 17, 18 im Dreh. Da habe ich aber zu der Zeit bei meinem Vater in Liebramsdorf gewohnt. Und genau, der Cousin meiner damaligen Freundin hat im selben Verein gespielt wie ich. Und der war bei den Minis, ich war bei der A-Jugend oder schon Herren sogar dann, ja. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht zusammen mit dem Onkel meiner damaligen Freundin da Trainer machen will. Ich sage, ja, klar. Ja, und so kam dann halt eins zum anderen und habe den Trainerschein dann gemacht. Und dann bin ich sogar auch als Trainer Recklinghausen gelandet. Zweite Mannschaft FFC Recklinghausen, die Okay. Damenmannschaft. Und das machst du immer noch nebenbei oder keine Zeit Naja, mehr? genau. Also ich arbeite in der Chemiebranche in Marl auf Wechselschicht. Hm. Und dann bin ich halt auch in die Politik gegangen und Wechselschicht und Politik ist schon echt eine Herausforderung. Da war leider kein Platz mehr für den Fußball. Also da muss ich da wirklich, also jetzt ziehe ich den Hut vor dir. Ich habe das Pensum ja mitgekriegt, was du machst, oder auch hier deine Kollegin in der Fraktion, Fraktionsvorsitzende Maya Sommer. Nee, die hat geheiratet. Die heißt, glaube ich, gar nicht mehr so, ne, oder? Doch, die heißt jetzt so und vorher hieß Ach Gott, ja, so war's. Also Maya, wenn du das gerade sie hörst, sorry, Maya Sommer. Also ihr ja beide seid ja die Fraktionsvorsitzende, die Doppelspitze bei Bündnis 90 Die Grünen in Recklinghausen. Und ich habe damals immer schon mich gefragt, boah, wie macht der das? Wechselschicht und dann Politik und diese ganzen Sitzungen, die man macht und die Vorbereitungen zu den Sitzungen. Und dann hast du ja zwischen diesen Sitzungen und den Vorbereitungen der Sitzung ja auch noch dann die Sitzungen der Partei, wo man sich dann ja auch bespricht. Da muss man tausende DIN A4 Zettel durchlesen. Wie kriegst du das alles unter den Hut? Ich habe irgendwann die Segel gestrichen, du weißt es. Ja. Ja, Wechselschicht hat in dem Fall auch einen Vorteil. Ich arbeite 12 Stunden und habe dann 36 Stunden frei. So, und das heißt, ich muss nicht jeden Morgen früh aus dem Haus, sondern ich kann dann einen Tag arbeiten und einen Tag sage ich so, jetzt habe ich 3 Stunden, nehme ich mir einfach 3 Stunden für die Politik. Wenn ich dann eh zu Hause bin, dann sitze ich im Garten oder zu Hause auf der Couch oder so und dann lese ich mir das halt durch. Und man hat die Papiere ja mindestens eine Woche in der Regel im Voraus und dann kann man das eigentlich ganz gut einplanen. Da kommt mir die Wechselschicht dann tatsächlich schon sehr entgegen. Und was genau ist bei der Chemie dein Hauptjob? Also was machst du da? Mischst du da irgendwie so Dinge zusammen oder? Nee, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wie weit ich gehen darf. Also ich arbeite auf jeden Fall in der Forschung. Ah, okay. Und genau, ich forsche an Katalysatoren, sowohl an der Zusammensetzung von Katalysatoren als auch die Verfahrensweise, wie damit umgegangen wird. Um ganz kurz zu sagen, Katalysatoren sind einfach dafür da, um die Reaktion zu beschleunigen, quasi um den Umsatz effizienter zu gestalten. Na, guck mal, Ganz einfach. dann brauchte ich das jetzt nicht fragen, weil ich habe in Chemie zwar aufgepasst, aber ich glaube, bei dem Thema war ich nicht dran. Ich weiß es nicht. Nochmal zurück auf deine Fußballleidenschaft und deinen Trainerschein. Wir zeichnen diesen Podcast jetzt vor dem Deutschlandspiel Deutschland-Spanien auf, Viertelfinale in der Europameisterschaft. Wir wissen also nicht, wenn er ausgestrahlt wird, der Podcast, wie es ausgegangen ist. Aber was mich total nervt, das sind diese neuen technischen Dinge. Millimeter im Abseits, wir jubeln alle, dann kommt der Videobeweis und dann kann man die Arme wieder runternehmen, kein Tor. Man kann sich doch eigentlich nach einem Tor jetzt aktuell erstmal gar nicht mehr freuen. Bist du ein Freund von diesen Videoschiris? Wie siehst du diese Entwicklung? Doch, ich bin da eigentlich ein Freund von, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass es das Spiel an sich fairer macht. Ob die Emotion wirklich darunter leidet, vielleicht die momentane Emotion, aber du bist ja trotzdem mit Spannung dabei. Ist das Tor jetzt, zählt das oder zählt das nicht? Und die Spannung bleibt ja irgendwo ein bisschen auch schon bestehen, würde ich sagen, auch wenn du nicht sofort im Jubel verfallen kannst. Und es ist mit Sicherheit noch nicht perfekt und da werden wir bestimmt auch noch einige Jahre brauchen, bis es noch ein bisschen runterläuft, gerade wann darf eingegriffen werden und wann nicht. Und wie weit soll die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern und VAR dann veröffentlicht werden oder begleitet werden? Aber grundsätzlich denke ich schon, dass es eine gute Sache ist, jetzt gerade bei dem Spiel gegen Dänemark, da war es ja auch wieder eine Diskussion. Du sagst, es ist eine Millimeterentscheidung, keine Ahnung, 2, 3 Millimeter. Ja. Ohne VAR wäre das hundertprozentig Tor gewesen, weil mit dem normalen Auge hätte man das gar nicht erkennen können, dass es abseits war.
Aber am Ende ist es eine faktische Entscheidung. Und bei sowas finde ich es dann durchaus in Ordnung, auch wenn es natürlich extrem ärgerlich ist. Aber am Ende war es einfach abseits, was auch faktisch bewiesen werden konnte. Ja, also man wundert sich ja schon, was die Technik mittlerweile alles kann. Also selbst in den Bällen sind ja mittlerweile Chips eingebaut. Früher konnte man ja schon so ausrechnen lassen oder vom PC rechnen lassen, wie schnell so ein Schuss aufs Tor war. Mittlerweile können die ja noch viel, viel mehr. Also ich glaube, da wird die Zukunft noch so einiges uns zeigen. Ja, also ich bin da optimistisch auch. Blicken wir dann jetzt mal auf die Politik. Was hat dich dazu gebracht, Politik zu machen? Irgendein Auslöser muss es ja gegeben haben. Ja, tatsächlich war meine Familie schon immer sehr politisch. Mein Opa aus Haltern war im Stadtrat Haltern. Meine Mutter in Mahl war eine Zeit lang im Stadtrat. Mein Vater war schon immer und ist immer noch gewerkschaftlich extrem aktiv. Das heißt, ich habe natürlich irgendwas da schon in die Wiege gelegt bekommen und war schon immer sehr interessiert. Und ja, dann letztendlich, als ich in Mahl dann den Grünen beigetreten bin, da war der Auslöser die aufkommende starke AfD. Hm. Und mir ging es in erster Linie einfach darum, ich will ein Zeichen setzen, dass die Leute in meinem Umfeld wissen, wofür ich stehe. Und dass es halt immer noch andere Leute gibt, die nicht auf Seiten der AfD sind. Und das war eigentlich so der Beginn, warum ich in die Partei eingetreten bin. Hm. Wenn du ja jetzt dir die Europawahl anschaust und dir die Deutschlandkarte anguckst und dann siehst, dass der gesamte Osten AfD gewählt hat, was macht das mit dir? Ja, was macht das mit mir? Ich bin da immer wieder am Schwanken. Auf der einen Seite muss ich gestehen, habe ich immer mal wieder einen Punkt der Resignation. Mhm. Weil ich auch, wenn man sich mal das ganze Weltgeschehen auch anguckt, ich ehrlich gesagt keinen Weg sehe, wie man das wirklich aufhalten kann. So viele Länder mussten da schon durch. Polen hat es jetzt zum Glück überwunden. Das Ergebnis der Europawahl in Polen selber war noch besser als das der eigentlichen Wahl, wo Donald Tusk dann abgelöst hat. Von daher, da geht der Trend wieder in die richtige Richtung. Auch Brasilien hatte ja den Bolsonaro und hat dann, ja gut, das andere Extrem gewählt, ist jetzt auch nicht viel besser. Hm. Aber alle Länder haben diesen Rechtsruck erlebt auf der Welt, sind gerade dabei. Ganz Europa erlebt das gerade. Italien, Frankreich. Ne, Frankreich ist ja jetzt auch gerade, da wird wahrscheinlich ein Rechtsaußenmann Premierminister werden. Niederlande, ja. Und von daher ist es in meinen Augen einfach kein deutsches Problem in dem Sinne oder ein Recklinghäuser-Problem. Und daher fällt es mir einfach extrem schwer, da wirklich den Weg zu sehen, wie man das abwenden kann. Und bei uns, auch in Deutschland, ist es ja schon länger ein schleichender Prozess. Hm. Und die AfD in ganz Deutschland wird ja immer stärker. Aber natürlich habe ich ja auch Momente, wo ich sage, nein, ich will einfach mein Bestes geben bis zuletzt und versuchen irgendwie die Demokratie ja hochzuhalten, weil am Ende geht es um die Demokratie. Es geht nicht um eine demokratische Meinung, es geht nicht um eine demokratische Politik, ja oder nein, sondern am Ende geht es um das große Ganze, um die Demokratie. Und da will ich persönlich einfach alles geben, um das aufrechtzuerhalten. Hm. Also du hast jetzt gerade das Thema Recklinghausen gebracht. Also ich bin immer noch schockiert darüber, dass es seit Monaten vor unserer, bei der Kirche, vor der Synagoge der Juden Polizeiautos bedarf. Was glaubst du, stehen die da in 10 Jahren immer noch? Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auch nicht, wobei ich tatsächlich auch glaube, dass es natürlich extrem darauf ankommt, wie die Situation im Nahen Osten weitergeht. Mhm. Und gut, in Amerika stehen jetzt demnächst Wahlen an, ob Netanyahu nochmal gewählt wird, wenn es dann nochmal Wahlen gibt, ist derzeit auch mehr als fraglich. Und ich denke, am Ende kommt es einfach darauf an, wie die Situation im Nahen Osten weitergeht, und ich denke, wenn es da irgendwie einen Weg gibt, dass man da die Situation ein bisschen beruhigt bekommt, dass sich das dann auch übertragen lässt, auch auf unsere Situation vor Ort.
In Recklinghausen gab es über Monate Fridays for Future Demos jedes Wochenende. Dann sind auch die Erwachsenen auf die Straße gegangen. Dann wurde gegen rechts demonstriert und man ging davon aus, das gibt es jetzt jedes Wochenende. Das hat aber doch alles deutlich nachgelassen. Haben wir Recklinghäuser aufgehört, uns über Klimaschutz Gedanken zu machen und über die Probleme, die wir mit den Rechtsextremen haben? Aufgehört, glaube ich, nicht. Und gut, beim Klimaschutz vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr. Also es ist ja nichts Neues, dass sich der Mensch in der Regel immer nur auf ein Problem konzentrieren kann. Und da will ich jetzt auch niemanden Vorwurf machen. Auch bei uns in der Politik ist es ja so, wir haben alle unsere Fachbereiche, unsere Fachgebiete, worauf wir uns konzentrieren, womit wir umgehen. Niemand von uns kann sich immer auf alles konzentrieren. Und so ist es natürlich auch mit allen Menschen. Man hat immer ein Hauptproblem, eine Hauptangst, worauf man sich irgendwie konzentrieren kann, wo man dann auch die ganze Energie reinsteckt. Und genau, Energie ist ja vielleicht schon das Stichwort. Diese Demonstrationen, egal ob jetzt für Klimaschutz oder gegen rechts, kosten einfach Energie und Zeit. Und deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, warum das wieder schwächer geworden ist. Das finde ich total menschlich und nachvollziehbar. Und ich glaube aber nicht, dass es ein Zeichen ist, dass die Menschen sich dafür nicht mehr interessieren, sondern dass sie aktuell nicht die Energie haben, um weiter zu demonstrieren, sondern dann sich um ihre Arbeit kümmern müssen, um ihre Familie, was auch immer alles in Verbindung steht, weil wenn du so einen Samstag über demonstrieren gehst, über Wochen weg, dann bleibt natürlich irgendwo was anderes liegen. Ich habe mal so 10 kleine kurze Fragen mit einer Bitte, einfach mal nur mit einer kurzen Antwort. Es geht um Recklinghausen oder auch darüber hinaus. Was ist dein Lieblingsort in Recklinghausen? Jetzt kannst du ein bisschen durchatmen bei diesen 10 Fragen. Okay. Die Mollbeck. Die Mollbeck, okay. Lieblingsrestaurant? Ich würde sagen, Zurbücken. Auto oder Öffis? Was ich gerne fahren würde oder was ich fahre? Du, die Frage ist so gestellt, du darfst dir überlegen, was du antwortest. Tatsächlich, jetzt antworte ich gar nicht so kurz, tatsächlich habe ich mir eine Zeit lang versucht ohne Auto, weil mein Auto kaputt gegangen ist, Vollschaden. Und da habe ich zu mir gesagt, komm Tom, das ist die Chance, kauf dir erstmal kein Auto und guck, wie du klarkommst. Aber es hat einfach nicht geklappt, weil ich auch über die Stadtgrenze hinweg muss, nach Mahl zum Beispiel. Und es ist einfach fast nicht zu bewerkstelligen und deswegen fahre ich viel mit dem Auto, ja. Okay. Kinofilme oder Serienjunkie? Mittlerweile tatsächlich eher Serienjunkie. Schützenfest oder Palmkirmes? Palmkirmes. Was sagst du zum Busbahnhof? Ja, was soll ich dazu sagen? Gehört zu Recklinghausen. Gute Antwort. Altstadt oder Recklinghausen Süd? Ich wohne zwar in Recklinghausen Süd, aber finde den Charme der Recklinghauser Altstadt doch nochmal attraktiver. Fleisch oder Vegetarier? Vegetarier. Nochmal Bürgermeisterkandidat, ja oder nein? Also ist nichts, worum ich mich kloppen würde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Unglaublich viele Erfahrungen durfte ich sammeln, viele Menschen kennenlernen. Aber nochmal muss es nicht unbedingt sein. Wie war das denn damals? Also das waren schon meine kurzen Fragen. Wie war das denn damals? Du bist ja aufgestellt worden als Bürgermeisterkandidat bei den Kommunalwahlen. Christoph Tesche hat dann das wissen wir auch alle, ist jetzt weiterhin Bürgermeister der Stadt. Wie war das damals, als du dann schwarz auf weiß hattest, hat leider doch nicht geklappt? Ja, also war ja keine Riesenüberraschung. Ich hätte schon gedacht, dass man da vielleicht nochmal, vielleicht nicht ich selber, aber generell, dass es nochmal eine Stichwahl gibt hier in Recklinghausen. Gut, im Nachhinein weiß ich auch, dass da vielleicht das eine oder andere auch von mir natürlich nicht so ganz glücklich war und heute würde ich das eine oder andere auch anders machen. Aber gut, da ich habe halt meine Erfahrung gesammelt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, und darum bin ich sehr froh und kann es vielen empfehlen. Ist auf jeden Fall eine ganz besondere Sache. Und ja, es hat bis zum Ende viel Spaß gemacht. Auch wenn dann am Ende das Ergebnis feststand, war ich eigentlich nicht traurig. Du hast gerade als Lieblingsort die Mollbeck genannt. Da gibt's Teiche. Du bist ja Angler.
Darf man die Fische, die man da rausholt, dann auch essen oder müssen die wieder rein? Nee, die Fische, die da rausgeholt werden, die darf man dann auch essen. Okay. Was sind da für Fische drin? Ich habe da gar keine Ahnung. Ja, das ist Vereinsgewässer von einem Angelverein und ich habe da auch gar nichts mit zu tun. Von daher kann ich da jetzt auch nur spekulieren, aber erfahrungsgemäß würde ich sagen, wahrscheinlich irgendwelche Karpfen. Sollen wohl auch mal Hechte drin gewesen sein. Aber ich selber darf da ja gar nicht angeln und weiß das auch gar nicht so genau. Forellen sollen da wohl auch drin sein. Aber ich weiß auch, dass die Molbeck dir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Also die Grünen sind da ja immer wieder mal dran, dass das Ganze aufgewertet wird, dieser gesamte Bereich. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, der aktuelle Stand ist, dass eine Aufwertung, ich weiß nicht, ob Renaturierung der richtige Begriff ist, da es ja schon viel Natur ist, aber eine Umgestaltung, um die Molbeck zu erhalten, mehrere Millionen kosten würde. Okay. Und da ist natürlich die Stadt Recklinghausen auch auf Fördergelder angewiesen. Jetzt im letzten Jahr, meine ich, war das sogar. Da waren wir sogar kurz davor, da hatten wir uns das schon ein bisschen in Aussicht gestellt, da hatten wir sogar schon Termine vor, mit der Verwaltung sind da durchgegangen, was man alles machen könnte und was nicht. Aber am Ende haben wir die Zusage doch nicht bekommen. Was extrem dramatisch ist, weil die Molbeck tatsächlich droht zu kippen. Da hat sich durch das ganze Laub, was da in den Molbeckteichen liegt, extrem viel Schlamm angesammelt, der sehr viel Volumen einnimmt und natürlich auch gewisse Gase dann austreten lässt. Und wenn da in den nächsten Jahren nichts passiert, dann droht das Wasser zu kippen. Okay. Und ja, das ist halt jetzt das Problem. Ne? Wir brauchen halt mehrere Millionen, um dann eine vernünftige Entschlammung zu machen und Umgestaltung. Und wenn da aber in den nächsten Jahren gar nichts passiert, dann können wir immer einen Deckel drauf machen. Das wäre jetzt gar nicht gut. Ich gehe da gerne Gassi mit unserem Hund. Angeln, da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja. Also ich habe für meinen Teil jetzt als Hobby das Golfen entdeckt, kann dabei sehr gut entspannen. Regt mich auch immer auf, aber trotzdem ist es irgendwie ein entspannender Sport. Regt man sich beim Angeln auch auf? Ja, natürlich. Wenn du einen Hänger hast, also wenn quasi dein Blei oder deine Schnur sich irgendwo verfängt in Ästen oder in Steinen und dann was abgerissen wird, dann ärgert man sich. Oder wenn man dann einen Fisch an der Angel hat und den aber nicht landen kann, also nicht rausholen kann, dann ärgert man sich auch schon mal. Aber ansonsten, wie beim Golfen, ist das auch ein tiefenentspannender Sport. Mhm. Du sitzt da, wirst quasi eins mit der Natur, du sitzt in deinem Stuhl, guckst aufs Wasser, hörst die Natur leben, du hörst mal ein paar Mücken, dann die Enten, die an dir vorbei schwimmen oder in der Dämmerung am Kanal, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen jetzt eher eine unangenehme Vorstellung ist, aber wenn die Ratten dann links und rechts wandern, das gehört einfach dazu und du verschmilzt einfach mit der Natur. Wie lange sitzt du denn da so im Schnitt? Ja. Irgendwas zwischen 5 und 8 Stunden. Boah. Heieieiei. Also so eine Golfrunde, die dauert, sag ich mal, 3, 4 Stunden. Danach habe ich dann aber auch genug. Aber ich bewege mich ja wenigstens noch. Aber du sitzt ja eigentlich nur, ne? Ja, also genau. Also man kann natürlich auch aufstehen und da vor Ort 2, 3 Schritte gehen. Aber ich gehe auch nicht alleine angeln. Also ich gehe natürlich dann mit anderen Freunden angeln und dann hat man da einfach einen netten Abend zusammen und quatscht. Natürlich nicht durchgehend. Als ich noch jung war. Also ist auch noch nicht so lange her. da bin ich dann auch schon mal von abends 18 Uhr bis zum nächsten Morgen 8 Uhr. Ne? Also da ist man dann auch schon mal 14 Stunden unterwegs gewesen. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, man sieht dann Ratten und Enten. Okay, da komme ich dann auch irgendwie mit klar. Aber Mücken geht gar nicht. Wie viele Mückenstiche holst du dir so bei so einer Angelsession? Ja, gibt da mittlerweile so verschiedene Sprays, womit man sich dann einreiben kann und dann geht's eigentlich. Aber ja, wenn man nicht aufpasst, dann klar, dann ist man voll damit. Verlassen wir mal die Molbeck, gehen wir nochmal so in die gesamte Stadt Recklinghausen. Gibt es so Orte, die du irgendwie mit besonderen Erinnerungen verbindest? Irgendwie ein Park oder ein Gebäude? Ja, was sind schon besondere Erinnerungen? Vielleicht das Trübbelken, weil wir da unsere Wahlparty hatten. Und wir hatten ja auch mal das Format,
wie heißt das, wie hieß das nochmal ursprünglich? Also das heißt mittlerweile Grüner Treff. Und davor hieß es irgendwie, ja, dieser den Namen offene schon Tisch, den ihr vergessen. hattet, ne, oder? Ja, genau. Quasi so eine Art offener Stammtisch, den hatten wir halt oft im Drübbeken. Das war natürlich cool. Ja, und dann den Tiergarten oder auch den Südpark, weil ich da extrem oft mit meiner Tochter schon war. Das sind natürlich dann auch Erinnerungen, die bleiben. Und wenn wir mal in die Zukunft blicken, was ist deine Vision für Recklinghausen? Tja. Also schön, wir sind schon auf einem guten Weg, was die alternative Energie angeht. Ich will es nicht ausschließen, dass wir da in 10, 15, 20 Jahren klimaneutral sind, was die Erzeugung angeht. Wir sehen an den verschiedenen Projekten mit Pop-up-Radwegen, auch wenn es manchmal umstritten war, dass wir in Recklinghausen auf einem guten Weg sind, endlich allen Verkehrsteilnehmern den entsprechenden Raum zuzuordnen. Und das Grün wird auch immer mehr in Recklinghausen, zumindest da, wo es geht. Es gibt mehr Mittelgrünstreifen, es gibt mehr Dachbegrünung. Es wird generell darauf Wert gelegt, Klimazonen zu erhalten oder was auch fürs Klima zu tun. Und ich denke, wir sind da in Recklinghausen auf einem guten Weg. Und von daher, ja. Da bin ich eigentlich optimistisch, dass wir irgendwann eine grüne Stadt werden, mit klimaneutraler Erzeugung und ja, breiten Fahrradwegen. Wir kommen noch mal so ein bisschen auf das Thema Demokratie zurück. Du hast mal gesagt, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Auch in Deutschland musste sich lange dafür eingesetzt werden. Geht noch weiter. Demokratie ist aber nur eine Hülle und es liegt an uns, diese Hülle mit Leben zu füllen. Das hast du mal, also das Internet hat gesagt, das hättest du mal gesagt. Habe ich gesagt, ja. Siehst du wohl, ich bin gut informiert. Ja. Dann erzähl uns mal, wie füllst du dein Leben, deine Hülle mit Demokratie? Ja, natürlich mit meiner Parteiarbeit, mit meiner Fraktionsarbeit, weil Demokratie ist eine Hülle, wie ich es gesagt habe, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und wenn sich aber niemand der Demokratie annimmt und sagt, okay, ich lebe jetzt diese Demokratie, dann hilft die natürlich nichts. Und von daher brauchen wir Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit, diese Demokratie zu leben. Und da ist natürlich dann so eine Fraktions- oder Parteiarbeit natürlich sehr hilfreich, weil das gerade vor Ort in so einer Kommune immer das erste Werkzeug ist, wie man Demokratie leben kann. Und das ist unabhängig, ob ich jetzt von den Grünen rede oder von der CDU oder der SPD. Alle demokratischen Parteien sind ein großer Gewinn für uns. Und wir haben ja auch immer mal wieder losen Kontakt zu den anderen Parteimitgliedern. Und man begegnet sich da oft auf Augenhöhe, auch wenn man viele Themen hat, worüber man sich vortrefflich streiten kann. Am Ende wissen wir sind da, um der Demokratie ein Gesicht zu geben. Und dadurch versteht man sich dann auch eigentlich ziemlich gut in der Regel. Also viele Bürgerinnen und Bürger wissen ja tatsächlich gar nicht, dass also viele Sitzungen, die es im Rathaus gibt, ja auch durchaus öffentlich sind. Da kann man sich dazusetzen. Man muss dann bei dem nicht öffentlichen Teil raus. Aber die Erfahrung, glaube ich, zeigt, es nimmt kaum einer wahr, dieses Recht, dass man daran teilnimmt. Wie läuft so eine Sitzung ab? Fliegen da manchmal so richtig die Fetzen? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es gibt durchaus schon Diskussionen, auch schon mal stärkere, aber es gibt eigentlich in der Regel keine Entgleisungen. In der Regel, ich meine gut, die UBP und die AfD, die treten auch mal unter die Gürtellinie, aber in der Regel, ich sag mal, die drei großen Parteien jetzt, CDU, SPD und Grüne, wenn wir da irgendwo diskutieren im öffentlichen Raum, dann ist das eigentlich immer auf der Sachebene. Man hat natürlich eine klare Meinung und verteilt auch mal die eine oder andere Spitze. Aber es bleibt immer sachlich und fair. Und am Ende können wir uns trotzdem in die Augen gucken und uns die Hand geben. Das ist dann ja wie bei so einer guten Serie. Am Ende sind alle wieder nett Freund. Was für Serien guckst du denn? Also wenn ich so von allen Serien mal ausgehe, so meine Top 3, Top 1 bei mir ganz klar House of Cards. Ja, grandios. Ich schreibe mal eben mit. Also House of Cards tatsächlich, aber da nur die ersten Staffeln, wo tatsächlich noch, wie hieß er denn jetzt? Willst du die Spielfigur oder den echten Schauspieler? Den echten Schauspieler.
Kevin Spacey. Kevin Spacey. Also das, was dann hinterher passiert ist, darüber brauchen wir nicht zu reden, aber bis dahin fand ich die Serie wirklich genial. Also es war eine grandiose Serie. Okay, House of Cards habe ich notiert. Ich muss sagen, danach wurde ich auch selber schon ein bisschen paranoid, weil ich dann, wenn ich Nachrichten geguckt habe, habe ich auch schon gedacht, ob das jetzt, was da wohl hintersteckt. Ja. Also war schon echt gut gemacht. Okay, House of Cards. Ja. Danach Game of Thrones. Auch gut. Hast du schon die neue gesehen, die jetzt läuft? Heißt die nicht auch irgendwie so ähnlich? Die gucken wir jetzt gerade. Also die Vorgeschichte dazu. Genau, House of the Dragon. Ach, House of the Dragon. Entschuldigung, habe ich gerade nicht verstanden. Okay. Ja, die erste Staffel habe ich gesehen, die zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, ja, da geht es auch schon wieder mächtig zur Sache, kann ich dir sagen. Okay, also House of Cards habe ich, Game of Thrones. Ja, bis jetzt sind wir beide auf einer Wellenlänge. Und die dritte nehme ich The Blacklist. Die habe ich noch nicht gesehen. Taucht die was? Ja, ich finde schon. Ich weiß nicht, kennst du den Schauspieler James Spader? Ja. Genau, der ist da, die Hauptfigur geht quasi um den meistgesuchtesten Mann der Welt, Krimineller. Ja. Mit einem kriminellen Netzwerk, der sich dann irgendwann dem FBI stellt und sagt, okay, ich arbeite mit euch zusammen. Wir bilden so eine Taskforce. Und er liefert quasi dem FBI einen Kriminellen nach dem anderen. Im Gegenzug kann er dann sein Netzwerk weiter ausbauen. Okay. Ohne zu viel zu spoilern, falls die Serie. Ja, nee, also ich bin. Deswegen habe ich auch gefragt. Also ich bin immer wieder auf der Suche. Also The Dentist, okay, weiß ich Bescheid. Also ich kann dir noch Yellowstone sehr ans Herz legen. Habe ich schon geguckt. Ach, hast du schon geguckt? Okay, dann kann ich da einen Haken dran machen. Dann habe ich jetzt zu Ende geguckt. Nee, gar nicht war da. Doch, Dark. Ach, wie hieß sie denn? Lord of Apple, verdammt. Dark Matter, glaube ich, nennt die sich. Sehr gut. Das ist so ein Zeitenläufer. Wirklich sehr, sehr gut. Und last but not least, ein Prequel zu Yellowstone und zwar 1883. Okay, habe ich auch nicht geguckt. Die musst du gucken. Dann haben wir, okay. Musst du gucken. Wirklich, wirklich sehr gute Serien. Was war denn dein letzter Kinofilm, den du gesehen hast? Jetzt wirklich im Kino? Tatsächlich gehe ich morgen ins Kino. Oh, in welchen Film? Killer Romance, genau. Killer Romance, wo es quasi darum geht, ist eine romantische Komödie, wo sich ein falscher Auftragsmörder in seine Auftraggeberin verliebt. Ach Gott, ne, kenne ich nicht. Sagt mir nix. Sagt mir nichts. Und dann der letzte Film, boah, weiß ich nicht, zu lange her. Kann ich mich nicht Dune. Erinnern. Bei mir war es Dune 2. Aber danach war ich auch schon tatsächlich lange nicht mehr im Kino. Was schätzt du am meisten an Recklinghausen? Dass wir hier eigentlich die perfekte Mischung zwischen Großstadt und Land sind. Also wenn ich in der Innenstadt bin, dann finde ich, haben wir immer noch einen sehr speziellen Flair. Auch wenn er vielleicht in den letzten Jahren abgelassen hat, aber im Vergleich zu anderen Städten finde ich das immer noch, haben wir eine hohe Aufenthaltsqualität. Aber wenn ich dann von der Innenstadt 5 oder 10 Minuten mit dem Auto fahre, dann bin ich auf einem ländlichen Gebiet und habe fast das Gefühl, ich bin im Münsterland. Ja. Und ich finde das schon eine traumhafte Kombination einfach. Ja, wenn ich irgendwem erzählen muss, es gibt da tatsächlich Leute, die nicht wissen, wo Recklinghausen ist, dann sage ich immer, ja, wir liegen am Rande des Ruhrgebiets zum Münsterland und eigentlich eher im Münsterland, weil ich tatsächlich sehe mich eigentlich auch eher als Münsterländer als Ruhrgebietler. Also ich esse zwar auch gerne die Currywurst mit Pommes und Mayo und ich tue mir auch gerne einen Döner reinpfeifen, aber ich habe jetzt auch nichts gegen Münsterländisch gut bürgerlich. wo wir gerade beim Thema sind, wenn man jemanden Recklinghausen schmackhaft machen müsste, so stell dir vor, du bist Touristenführer. Wie würde denn deine Werbung klingen für unsere Stadt? Ja, auf jeden Fall würde ich Werbung machen für das Ruhrfestspielhaus. Ist ja auch hier in der Region was durchaus Einzigartiges. Also ich meine, klar, Mondpalast in Herne. Aber wenn wir jetzt mal im Kreis bleiben selber, würde ich schon sagen, Aushängeschild. Hm. Ja, und natürlich die Mollbeck, der Naherholungsort, wo man sich einfach direkt fallen lassen kann und abschalten kann. Die beiden Plätze würde ich auf jeden Fall ganz stark anpriesen. Hast du denn die Ruhrfestspiele so, bitte? Und wenn man vielleicht auch mal ein ganz anderes Flair haben will, dann zum Hafen,
sich in den Strand setzen, in den künstlichen Strand, in so einen Strandkorb, einen Cocktail trinken und aufs Wasser gucken. Selbst das hat Recklinghausen zu bieten. Das ist in der Tat so und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Fahren da ab und zu auch mal Schiffe vorbei? Ja. Wie oft? Regelmäßig sogar. Boah, bestimmt alle Viertelstunde, alle 20 Minuten. Echt? So oft? Ja. Okay. Ich glaube, da muss ich da doch mal hin. War ich tatsächlich noch nie. Dabei ist das ja Stadtgrenze Herne, fährt man jetzt ja mit dem Auto aktuell ja auch ein bisschen länger hin. Die Herner Straße ist ja gesperrt. Ja. Torben, es war nett mit dir. Wir sind bei 35 Minuten angekommen. So schnell das geht die Zeit rum. Ja. Ich danke dir recht herzlich, wünsche dir alles Gute. Wir haben ein bisschen was über dich kennengelernt und wir wissen, du könntest dann rein theoretisch, darfst du das bei der nächsten Weltmeisterschaft die Deutschen trainieren? Dürftest du das mit deiner Lizenz? Da müsstest du noch ein bisschen aufsatteln. Ja, außerdem glaube ich, der Nagelsmann, der ist da fest im Sattel. Okay. Dann kommt da schon keiner vorbei. Okay, ja, dann wird es dann doch der Bürgermeister. Torben Terwort, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen. Ich sag recht herzlichen Dank, wünsche dir alles Gute. Hat mich gefreut, dass du bei Ich aus Recklinghausen dabei warst. Übrigens, nach dir folgt jetzt der nächste Podcast mit Christoph Tesche. Aber das sollte jetzt keine Beleidigung sein. Torben, mach's gut. Danke dir. Ja, danke auch. Dieser Podcast wird produziert vom Bürgerfunk Recklinghausen. www.podcast-re.de Ich aus Recklinghausen. Ein Live-Podcast mit Persönlichkeiten.